Ich bin hier im Lager von Majdanek. Ja, ich bin hier auf der Suche und der letzten Spur, was man weiß, von Otto Freundlich. Hier verliert sich alles. Jetzt probieren wir es mal. Schauen wir mal, was sie macht. Schieß, jetzt geht sie unten auf. Jetzt ist sie gut. Ab! Um Skulpturen in der Landschaft zu errichten, sollen Künstler eine Straße von Holland bis ans Mittelmeer bauen. Zu Ehren von Van Gogh und Paul Cézanne. Sie soll die Straße der menschlichen Brüderlichkeit heißen. Eine zweite Straße soll vom Ärmelkanal bis nach Russland führen. Die Straße der menschlichen Solidarität. Skulpturen durch ganz Europa. Das muss man sich doch mal vorstellen. Ja, die Skulptur geht langsam. Und die ganzen Jahre, die ich jetzt mit den Künstlern arbeite, seit 40 Jahren, das ist inzwischen zu einem riesiges europäisches Symposium geworden. Aber wir sind immer auf der Spur von Otto Freundlich, egal wo wir gehen. Was ist denn das für ein Ding? So ein Geschöpf, Mensch genannt. Das auf der einen Seite fällt wie ein erkenntnisloser Stein und auf der anderen Seite ein geistiges Leben hervorgebracht hat, das sein Erdenwallen überstrahlt wie ein ewiges Licht. Ja, da ist ja das Bild von Otto Freundlich, ein schönes Foto und auch ein Holzschnitt. Otto Freundlich kannten wir schon ewig. Seit unseren jungen Jahren, weil wir angefangen haben mit der Bildhauerei und auch immer die Malerei studiert, ist Otto Freundlich natürlich immer dabei. Ich habe hier zum ersten Mal den Katalog Entartete Kunst, Ausstellungsführer von 1937 in der Hand. Diese Ausstellung hat stattgefunden in Berlin und in München. Je länger ich drauf schaue, umso schöner wird der Kopf für mich. Das kollektive Auftreten von Erbärmlichkeiten war immer der Tod des geistigen Lebens in Deutschland. Je ungeistiger und brutaler die Gegenwart, desto feineres und geistvolleres muss man tun. Das ist stark sein. Picasso hat sowas nicht gemacht, hat immer mit der Natur, mit dem menschlichen Körper gearbeitet. Es war immer noch der menschliche Körper drin. Das ist ja nicht mehr der Fall. Freundlich war vielleicht wirklich der Erste, der eine nonfigürliche Arbeit gemacht hat. Der Katalog ist natürlich schon bekannt, aber es weiß niemand, dass diese Skulptur von Otto Freundlich ist. Das sollte man jetzt wirklich mal sagen. Das ist eine Skulptur von Otto Freundlich. Die Arbeit ist heute verloren. Wir wissen nicht, wo sie ist. Verloren wie seine Spur auch. Thank you.
ça aussi, c'est Otto Freundlich et Jean Cosniklos. C'est le dernier photo. Ça, c'est ici, devant votre maison. C'est ici à... L'escalier. Und haben Sie zusammen in dem Raum oben im Stroh gewohnt oder war er immer alleine da oben? Mm. Sie sind restés, je ne sais pas combien de temps. Mm. Une dizaine de jours ou 15. Mm. Et on leur porte manger l'eau. Et die après, Scheune war nur während 15 Tagen. Und dann wurde er schon verhaftet. Il y avait le fumier, il faisait par le trou. Genau, eine Naht drauf und dann... Michael, ich würde dich gerne entführen. Aus deinem Geheuchnis hier, aus deiner Umgebung, in der du jetzt schon 6 Jahre lebst und deine Arbeit machst. Und kannst du dir vorstellen, an der Straße der Skulpturen hier in Moskau was zu machen? Ich habe nicht diese Leiden mitgemacht und musste das nicht mitmachen, was er durchgestanden hat. Das ist mir erspart geblieben in meinem Leben. Aber ich vergesse es nicht, was er durchgemacht hat. Dass meine Verbindung so unfreundlich, die ununterbrochen in mir wächst und ich kann gar nicht anders denken. Красиво полетели.